Ahoi, Freunde! Ein scharfes Hauptmotiv vor einem fleckig verschwommenen Hintergrund ist kein Fehler der Kamera. Dieser Effekt ist ein wunderbares Stilmittel in der Fotografie und ich liebe es einfach. In diesem Video erfährst du alles über dieses sogenannte Bokeh und wie du es mit deiner Kamera, aber auch mit deinem Smartphone am besten erzielen kannst. Viel Spaß beim Video! Was genau ist eigentlich dieses Bokeh? Ganz einfach ausgedrückt, das Bokeh stammt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie verschwommen oder unscharf. Beim bewussten Spiel mit Schärfe und Unschärfe kannst du das Auge des Betrachters ganz gezielt auf bestimmte Motive lenken. Dein Hauptmotiv bleibt natürlich scharf. Unwichtiges, was vom eigentlichen Motiv nur ablenken würde, lässt du hingegen ganz einfach und elegant verschwimmen. Der unscharfe Bereich kann dabei vollkommen verschwommen sein oder auch aus sogenannten Lichttupfern bestehen. In Fotobüchern, Blogs und Webseiten gibt es viele unterschiedliche, beinahe wissenschaftliche Definitionen von Bokeh. Die Form und Beschaffenheit dieser unscharfen Kreise nennt sich Bokeh. Fertig, aus, Ende. Endlich habe ich nach jahrelangen Forschungen das Geheimnis des Bokehs entschlüsseln können. Grenzenlose Macht erwartet mich. Klassischerweise befindet sich das Hauptmotiv im Vordergrund, während der Hintergrund in Unschärfe verschwimmt. Das ist zum Beispiel eine beliebte Technik in der Porträtfotografie. Natürlich kannst du den Spaß aber auch umdrehen und etwas Entferntes scharf abbilden und den Vordergrund einfach verschwimmen lassen. Wie bekomme ich eigentlich so ein Bokeh hin? Ein Bokeh-Effekt erzielst du, indem du den Schärfepunkt auf das Motiv im Vordergrund stellst. Je größer der Abstand zwischen Vordergrund und Hintergrund ist, desto ausgeprägter fällt dein Bokeh aus. Aber das allein wird nicht reichen. Viel wichtiger ist die Blendenöffnung, denn sie gibt an, wie viel Licht durch das Objektiv fällt und wie unscharf dein Hintergrund letztendlich wird. Je weiter du die Blende öffnest, desto unschärfer wird dein Hintergrund und je mehr Licht fällt durch das Objektiv. Die Lichtkreise verschwimmen und werden größer. Aber an sonnigen Tagen macht dir das viele Licht einen Strich durch die Rechnung und die Bilder sind schlussendlich alle überbelichtet. In diesem Fall musst du einen Graufilter verwenden, der das Objektiv einfach abdunkelt und offenblendige Bilder möglich macht. Sogar Langzeitbelichtungen am Tag sind damit möglich, aber das werde ich euch mal in einem anderen Video erklären. Um das Bokeh besser zu ermöglichen, fotografierst du am besten manuell oder verwendest die Fokuspunkte der Kamera. Andernfalls musst du so lange herumprobieren, bis die Kameraautomatik irgendwann diese eine Stelle trifft. Aber seid ihr gesagt, das gleicht eher einem Glücksspiel und kann dich sehr, sehr viele Nerven kosten, also spart ihr das einfach. Wie genau das Bokeh aussieht, hängt von deinem Objektiv ab. Unter vielen Fotografen werden weiche Bokehs als schön empfunden, unruhige Unschärfenkreise als weniger schön. Eigentlich ja logisch, denn wenn das Bokeh vom Hauptmotiv ablenkt, dann verfehlt die Unschärfe quasi ihr Ziel. Du kannst die Form dieser Lichtkreise sogar beeinflussen und mit einem kleinen Do-it-yourself Herzchen, Sternchen oder sonstige tolle Form ins Bild einbringen. Wie das geht, zeigt euch die E-Kim in ihrem schön beschriebenen Artikel. Den Link dazu findest du natürlich in der Infobox. Welche Hintergründe eignen sich eigentlich für Bokehs? Grundsätzlich kannst du mit dieser Technik natürlich jeden Hintergrund einfach so verschwimmen lassen. Allerdings solltest du dabei beachten, dass sich der Hintergrund immer auf das Bokeh auswirkt. Ein unruhiger Hintergrund führt schnell zu einem fleckigen Bokeh. Gerade bei Schwarz-Weiß-Fotos kann das sehr irritierend sein und vom Hauptmotiv ablenken. Lichter ergeben häufig ein sehr schönes Bokeh, sei es die Beleuchtung am Straßenrand, Sonnenstrahlen, die durch das Blattwerk brechen oder zu Weihnachten der Weihnachtsbaum. Wohingegen weiße Wände, der Himmel oder allgemein strukturarme Hintergründe ein kaum nennenswertes Bokeh ergeben. Am besten schnappst du jetzt gleich deine Kamera, gehst nach draußen, experimentierst ein bisschen mit dem Abstand, öffnest die Blende, suchst dir schöne Hintergründe aus, denn so bekommst du gleich ein gutes Gespür für das optimale Setting. Mit dem Bokeh-Simulator für dein Smartphone oder für dein Mac und PC kannst du dir das Bokeh und die tiefen Unschärfe von Brennweite zu Brennweite simulieren lassen. Vor allem dann wichtig, wenn du dein Shooting vorausplanen möchtest und überlegst, welches Objektiv du brauchst, um dein Porträt perfekt in Szene zu setzen. Den Link zur App findest du wie immer in der Infobox. Bokeh mit dem Smartphone, das soll gehen. Okay, ganz ehrlich, mit dem Smartphone ist es nicht ganz so einfach, einen hübschen Bokeh-Effekt zu erzielen. Aber hey, es geht, wir reden ja immer noch von der Smartphone-Fotografie und da sollte man die Ansprüche sowieso nicht ganz nach oben schrauben. Je näher das Hauptmotiv an der Linse ist und je weiter der Hintergrund vom Hauptmotiv entfernt ist, desto höher ist die Tiefenunschärfe und besser das Bokeh. Besonders Nah- und Makroaufnahmen sind ganz ohne Zubehör möglich und eignen sich für detailreiche Aufnahmen mit einer schönen Weichzeichnung am Foto und im Hintergrund. Apps wie AfterFocus für Android oder Bokeh Lens aus dem App Store von Apple gehen sogar noch einen Schritt weiter und können die Weichzeichnung im Hintergrund bzw. das Bokeh mit nur wenigen Klicks verstärken. Besonders bei Aufnahmen, wo sich das Hauptmotiv gut vom Hintergrund abhebt, klappt die nachträgliche Weichzeichnung richtig gut. Zugegeben, das Bokeh von Smartphone sieht nicht ganz so hübsch aus
beziehungsweise sieht nicht annähernd so hübsch aus wie das Bokeh von einem 50mm Objektiv von Canon oder von Nikon, aber hey, es ist immer noch ein Smartphone. Mich würde jetzt interessieren, benutzt du bereits dieses Stilmittel und wenn ja, fotografierst du mit der Spiegelreflexkamera oder mit dem Smartphone? Schreib's mir einfach in die Kommis. Und wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann gib dieses Video einen Daumen nach oben, teile dieses Video auf Facebook oder auf anderen Netzwerken und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, abonniere diesen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.